So, hallo, liebe Freunde von Facebook, von YouTube. Euer spiritueller Anarchist meldet sich wieder, euer Jürgen Braun. Und zwar möchte ich heute mal nochmal ein Video machen über das Thema Religion, über das Thema Glaube, was der wahre Glaube ist, was der richtige Glaube ist und ja, oder beziehungsweise was heißt Religion, vielleicht eher Spiritualität. Ja, es kam eine Anfrage. Jemand hat mir angeschrieben, ja du Jürgen, wie ist jetzt das mit dem Sonnengott Ra? Ist es jetzt immer noch der Glaube? Bist du noch heidnischer Sonnenpriester und so? Ja, dazu möchte ich Folgendes sagen. Ich habe ja bei Facebook eine Gruppe und das ist also Tempelloge des Sonnenlichtgott. Und das war ursprünglich also tatsächlich, also ja, man kann sagen, eine Gruppe für Sonnenanbeter, für heidnische Sonnenanbeter. War das jetzt ursprünglich mal gedacht? Nur ist es ja so, ich bin der Meinung, dass man sich immer weiterentwickeln sollte. Also nicht nur das Heidentum soll sich weiter, also nicht nur das Christentum oder das Judentum, der Islam, ne, auch das Heidentum sollte sich weiterentwickeln, finde ich, bin ich der Meinung. Ich bin immer noch natürlich nur der Ansicht, dass Gott Licht und Liebe ist, viel mit Licht zu tun hat. Also Licht ist einfach göttliches Element in der Spiritualität. Und da ja die Sonne die Quelle des Lichts ist, ja, ist es der Sonnengott, sagen wir mal, ja, man kann sagen, naheliegend. Aber ich würde eigentlich mal fragen, es ist ja nicht die Frage, ob es einen Sonnengott gibt, sondern eher die Frage, warum haben eigentlich die Menschen damals an einen Sonnengott geglaubt, das ist ja das Interessante. Und warum war der Sonnengott Ra, also quasi der Glaube an Sonnengott Ra, die erste monotheistische Religion? Ja, das wäre mal interessant. Und auch mal das, was in dem Film Zeitgeist auch an Wissen quasi hervorgebracht worden ist, dass nämlich auch Jesus, also der Sohn vom Sonnengott ist, vom Sonnengott Mithras, also das sind ganz interessante Studien, denn das sollte man nachforschen, das sollte man auf jeden Fall Wissen sich aneignen, auf jeden Fall ist auch immer noch meine Meinung, ja. Aber wie gesagt, bei mir, ich bin ja immer jemand, der sich weiterentwickelt. Ich bin einfach spirituell, ja. Ich informiere mich über alle Religionen, alle philosophischen Systeme und ich sag mal so, das große Update, was jetzt bei mir ist in Sachen Glaube, war jetzt einfach dieses Buch hier. Und zwar Gespräche mit Gott, ja. Und ich sag mal so, das ist was, wo ich sagen kann, das ist ein Gott, an den ich glaube. Also, weil es einfach alles so logisch, also quasi, für mich absolut klar, absolut logisch. Also, Gott ist quasi das Gesamtbewusstsein von uns alle, kann man sagen, ja. Gott ist quasi alles, was ist, und alles, was ist, erfährt sich durch uns, also durch uns, durch die Seele. Können wir mal noch genauer darauf eingehen, ja. Aber wie gesagt, das wäre jetzt natürlich zu umfangreich, würde jetzt wahrscheinlich auch den Rahmen von dem Video sprengen, um das genau zu erklären, was genau es mit dem Gott auf sich hat. Ich empfehle einfach, kauft euch das Buch. Ich muss jetzt halt nochmal Werbung machen, weil das Buch ist einfach so genial. Gespräche mit Gott, das ist jetzt der erste Band. Ich bin ja gerade beim zweiten Band. Ja, und das ist einfach der Gott, an den ich glaube. Ja, also dieser Gott hat überhaupt nichts mit Bibel zu tun und oder mit Koran oder sonstigen Büchern. Meines Erachtens sind diese Bücher einfach geschrieben worden von Menschen, die auf einem niedrigen Bewusstseinsstand waren. Ja, deswegen sind da viele Verfälschungen, viele Missverständnisse. Und ich sag einfach, der Glaube braucht einfach ein Update. Und dieses Update wurde uns quasi von dem, man kann sagen, Prophet Neil Donald Walsh, also uns überbracht worden. Und das ist einfach Gott, der in die zur heutigen Zeit spricht, zu heutigen Probleme. Und das finde ich einfach wichtig, ja. Die Bibel ist meines Erachtens veraltet. Das ist einfach nicht mehr der Gott der heutigen Zeit, ja. Und auch Jesus, wenn jetzt Jesus nochmal heute auf der Welt wäre, er würde ganz anders sprechen. Er würde ganz andere Themen ansprechen wie damals einfach, weil die Zeiten ändern sich ja. Ja, und die Menschen brauchen moderne Antworten, auf die heutige Zeit angepasst und nicht solche altmodische Antworten. Also das ist jetzt einfach so, sagen wir mal, meine Religion. Ja, jemand hat mir bei Facebook gefragt, eine gewisse Monika Josefa. Ja, sie hat gefragt, was heißt es eigentlich spiritueller Anarchist? Weil ich heiße auf YouTube, heiße ja spiritueller Anarchist.
Und das hat zwei Bedeutungen. Also einmal heißt ja, spiritueller Anarchist heißt für mich, also Anarchist ist ja Freiheit, Freidenker. Dass ich mich einfach informiere, mir Wissen aneigne, ohne religiöse Grenzen, ohne religiöse Dogmen. Ja? Also ich lerne vom Christentum, vom Islam, vom Buddhismus, ich lerne von allen religiösen und philosophischen Systemen gleich ab, schau, wo sind die Parallelen und da gucke ich, was ich für mich als Wahrheit quasi erkennen kann. Also es ist nicht so, dass ich mir nur rausziehe, was mir gefällt. Nee. Also Wahrheit ist ja nicht immer das, was einem gefällt, aber ich ziehe mir raus, was ich mit meinem Bewusstsein, mit meinen Erfahrungen als Wahrheit erkennen kann. Ja? Und das ist für mich spiritueller Anarchismus, also ein spirituelles Freidenkertum. Ja, dann hat es noch eine zweite Bedeutung, und zwar hätte der Mensch ein gewisses spirituelles Bewusstsein, ja, also höheres Bewusstsein, sagt man auch, dann wäre es so, dass die Anarchie schon längst verwirklicht wäre. Es gäbe keine Polizei mehr, es gäbe kein Militär mehr, es gäbe auch gar keinen Staat mehr. Warum? Weil die Menschen nicht nur daran glauben täten, dass es schlecht ist, einem anderen Menschen oder einem Tier oder sonst was oder anderem Lebewesen zu schaden, sondern man weiß es, ja. Menschen, die ein höheres Bewusstsein haben, die wissen es ganz genau, dass sie einem anderen Menschen schaden. Das wissen die ganz genau. Menschen, die ein niedriges Bewusstsein haben, die denken halt immer noch, ja okay, wenn ich jemandem schade, jetzt jemanden schlag oder verletze oder so, dann komme ich halt ins Gefängnis oder so oder fürchten die Strafe. Also nur die Angst vor der Strafe hält sie davor ab, irgendwas Schlechtes zu tun. Ja. Und wenn jemand ein höheres Bewusstsein hat, weiß er ja, dass alle Wesenseinheiten miteinander in Verbindung stehen, ja, in karmatischer Verbindung. Und wenn man jetzt jemanden schadet, dann kommt es irgendwann auf ihn zurück, nicht gleich, aber irgendwann in diesem oder im nächsten Leben muss ich dafür wieder bezahlen. Ja? Weil einfach das, wenn ich damit den Frieden oder den Seelen einfach gestört habe, alle Seelen sind miteinander verbunden, alle Seelen sind von Gott. Und wenn jemand schadet, dann kommt es auf mich zurück. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und wenn mehrere Menschen auf diesem hohen Bewusstseinsstand wären, dann bräuchten wir gar keine Polizei, gar kein Militär, gar keine Regierung. Das brauchen wir ja bloß, um die Menschen zu kontrollieren. Das ist ja das, ja. Man muss ja die Menschen kontrollieren, weil sonst stehen sie sich ja gegenseitig schade, gegenseitig platt machen, ja. Weil sie einfach zu primitiv sind, was das Bewusstsein anbelangt. Und deswegen spiritueller Anarchist. Wir hätten die Anarchie, wenn der Mensch ein höheres Bewusstsein hat. Also man weiß es ja auch, also zum Beispiel Marco Hümer bestätigt es auch mit seinen Astralreisen, dass es ja im Universum viel höher entwickelte Bewusstseinsformen, Gesellschaften gibt, die auf einem viel höheren Stand sind. Also, und da gibt es auch gar keine Regierung mehr. Das sind alles, könnte man sagen, wie so halt freie Unternehmen oder so. Also jeder ist halt frei, ja. Und es keiner schadet dem anderen und deswegen wird quasi da die Anarchie quasi verwirklicht. Es braucht keine Gefängnisse, wozu denn? Es macht ja keiner was Böses. Stell dir mal vor, wenn niemand mehr irgendjemand was Schaden zufügen würde. Keiner wird mehr was Böses machen. Ja, braucht man da noch Gefängnisse? Braucht man da noch Polizisten oder sonst was? Braucht man ja nicht mehr. Also, und deswegen, spiritueller Anarchist, das ist ja das Ziel. Also, wo es hingehen sollte, ja. Ja, okay, das war's mal so. Ich wollte es mal so als Update haben. Ja, ich habe also hier immer noch die Sonne. Für mich ist die Sonne ein göttliches Element, also die Sonne ist ein göttliches Gestirn, meines Erachtens, ja. Die Sonne hat sehr viel Göttlichkeit, weil sie einfach die Quelle des Lichts ist, ja. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der, so jetzt, sag ich mal so, dass ich sage, ich glaube jetzt an einen Sonnengott speziell, ja. So ist, wie es vielleicht manche heidnische Sonnenanbeter machen. Aber ich sag halt, das Licht hat Göttlichkeit, die Sonne hat für mich Göttlichkeit, ja, auf jeden Fall trotzdem noch. Aber wie gesagt, das Heidentum, wie auch das Christentum, alle Religionen brauchen ein Update, ja. Und ich bin einfach ein Freidenker. Ich informiere mich über alle philosophischen Systeme und Religionen. Und wie gesagt, ich bezeichne mich einfach als spirituell, ja. Okay, ja, also ich mache jetzt dann noch, was ich noch sagen wollte, also es wird jede Woche mache ich circa 2 Videos, also eins dann immer am Wochenende, damit ich halt viele Leute erreiche und dann eins dann unter der Woche, denke ich mal, so ungefähr,
Also es werden dann immer zwei Videos kommen, das wollte ich jetzt mal noch vorab sagen. Das nächste Video, da werde ich auf Anfrage mal ein Video machen über einen luziden Traum, den ich gehabt habe, der wirklich heftig war, lustig war, also und auch hochinteressant war. Ja, also es wird vieles, viele Themen, viele interessante Themen werden wieder kommen und ihr könnt euch da auf was gefasst machen, auf jeden Fall. Jetzt natürlich mit viel besserer Qualität. Jetzt habe ich ja die neue Kamera, die schaut natürlich echt geil. Ja. Also von dem her werde ich euch noch ganz gut unterhalten. Und ja, auf jeden Fall, dann würde ich mal sagen, ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Ja, und macht es gut. Bis bald.